Edward Bartholomew also. Seltsamer Name. Und auf was für ein Symbol deutet er hin? Okay, ja, gut. Dann gehen wir doch mal zu Louis. Also irgendwie kommen wir noch nicht so ganz weiter, ne? Ich weiß auch gar nicht, das kann doch nicht so ein, also so ein langer Kot sein, oder? Ich lasse ihn lieber arbeiten. Achso. Ja, okay, dann... Guten Tag, Sally. Hi. Hallo. Die Sache mit den Strafzetteln ist erledigt. Was sagt Sir Egmont dazu? Verschaukeln Sie mich etwa? Wie alt ist mein Bruder und wo wohnt er? Die Löschung lief über das Büro in Sussex. Wie alt Ihr Bruder ist, weiß ich nicht, ist aber auch egal für die Löschung. Dann fragen Sie Ihre Kollegen dort. Ich will sicher sein, dass Sie sich um meinen Bruder gekümmert haben. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Okay, wir müssen das Alter von dem rausfinden. Vielleicht weiß Bates da, aber warum sollte er das wissen? Das macht ja keinen Sinn, ne? Hat ja mit dem nichts zu schaffen. Ich gönne ihm ein paar Minuten Ruhe von mir. Ja. Ja, vielleicht nochmal mit den Ladies reden. Ich habe dir ja noch was zu sagen. Wissen Sie, woher Sally stammt? Ach, da fragen Sie mich etwas. Sie stammt von einem Bauernhof. Ihr Bruder hat den Hof von ihren Eltern übernommen, soweit ich weiß. Hm? Aber ich kann mich nicht erinnern, wo der Hof ist. Bei Sussex. Sagen Ihnen die Namen Edward oder Bartholomew etwas? Haben Sie eine Bedeutung? Eine Bedeutung? Wie meinen Sie das, Mr. Fogg? Kann man vielleicht ein bestimmtes Symbol oder Zeichen mit ihnen in Verbindung bringen? Oh, für solche Dinge habe ich mich immer interessiert. Lassen Sie mich nachdenken. Zu Edward fällt mir nichts ein. Aber der Name Bartholomew stammt vom heiligen Bartholomäus. Er war einer der 12 Apostel. Er predigte in Persien und möglicherweise auch in Indien. Er starb den Märtyrertod. Ihm wurde die Haut abgezogen. Sein Symbol ist daher ein Messer. Ein Messer? Ich glaube, damit haben Sie mir sehr geholfen. Das freut mich, auch wenn ich Ihre Fragen mehr als seltsam finde. Das kann doch alles nicht mit dem toten Mädchen zu tun haben. Es ist ein komplizierter Fall. Mhm. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Ja. Gerne. Sehr kompliziert das alles. Ich habe gerade keine wichtigen Fragen an Sie. Oh. Na gut. Solange die Ladies hier ihren Tee trinken, sollte ich einen anderen Ort für mein Telefonat wählen. Ja, okay. Hast ja recht. Da kommen wir nicht weiter. Sally, hast du vielleicht noch was zu sagen? Guten Tag, Sally. Hi. Hey, okay. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ja gut, dann mal oben gucken, ne? Ich meine, oben war ja auch noch ein Telefon. Ich kann mal von da aus telefonieren.
Ansonsten haben wir ja mit allen geredet. Ah, hier. Versuchen wir's. Jo, mach doch. Hallo? Auskunft? Verbinden Sie mich bitte mit Rupert Wood in Sussex. Ja, ich warte. Mr. Wood? Mr. Rupert Wood? Sie haben eine Schwester namens Sally? Ja, mein Name ist Inspektor Falk. Ich rufe im Auftrag der Verkehrspolizei an. Ja, ganz ruhig. Nein, nein, hören Sie. Nein, ist sie nicht. Es geht um Ihre Strafzettel, Sir. Es scheint hier einen Formfehler zu geben. In Ihrer Akte steht, sie wäre 99. Das kann ja wohl nicht stimmen. 34. Oh. Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Hören Sie, ich werde die Akte löschen, in Ordnung? Ihre Strafzettel haben sich damit erledigt. Ja. Du Lügner. Ja. Kein Problem. Auf Wiederhören, Mr. Wood. Boah, das ist doch jetzt voll fies. Rupert Wood, 34, aus Sussex, glaubt nun, seine Strafzettel hätten sich in Luft aufgelöst. Ja, wie gemein. Hoffentlich glaubt das auch seine Schwester. Ja, aber jetzt glaubt er halt, seine Strafzettel hätten sich erledigt, dann bezahlt er die nicht und dann kriegt er sie doppelt und dreifach drauf. Das ist doch gemein. Es hätte auch gereicht, wenn er einfach nur das Alter erfahren hätte. Guten Tag, Sally. Hi. Hallo. Die Strafzettel sind gelöscht. Was ist nun mit Sir Egmont? So, wo wohnt denn mein Bruder? Und wie alt ist er? Rupert Wood, 34, wohnhaft in Sussex, hat ab sofort keine Strafzettel mehr. Sie sind ein Schatz. Halten Sie die Klappe und sagen Sie mir endlich, wer Sir Egmont ist. Ist der? Hm? Frühstücksflocken? Ah. Sir Egmonts feinest Frühstücksflocken. Das ist Bates Lieblingsmarke. Sie sind sehr weich und leicht zu kauen. Clever. Und was hat der alte Kerl da an seiner Uniform? Ein Orden in Form eines Kreuzes. Das ist es. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Erst dachte ich, es ist irgendein Gordon hier, wieder Sir Egmont Gordon oder wie auch immer, ne? Dann habe ich irgendwie immer mehr so in Richtung, es ist irgendwie eine Art Haustier oder sowas gedacht, aber ja, es sind Frühstücksflocken, natürlich. Sir Egmonts Frühstücksflocken. Sie zeigen einen bärbeißigen Mann in Uniform. An seiner Brust prangt ein übergroßer Orden in Form eines Kreuzes. Ah. Okay, warte mal, was haben wir denn jetzt alles? Porträt von Sir Egmont. Sir Egmonts Frühstücksflocken mit einem kleinen Kreuz vorne drauf. Die älteste Schwester des Erbauers. Rose. Also Kreuz, Rose. Messer. Ja, irgendwie fehlt das hier noch, oder? Die vier Nymphen. Ob Bates die halbnackten Statuen meint, die überall herumstehen, soll ich sie zählen? Ja, wohl kaum zählen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, was machen wir jetzt mit den Nymphen? Am Brunnen ist nichts, was mich interessiert. Und im Brunnen hoffentlich auch. Na gut.
Es muss doch irgendwas mit den Figuren vorne am Eingang zu tun haben. Weil die ja auch nur da vorhanden sind. Schauen wir noch mal. Am Sockel ist XX eingemeißelt worden. Ja. Entweder fehlt noch ein X, um vor der Unzüchtigkeit der Figur zu warnen. Nee, das kennt man schon. Am Sockel der Figur ist eine römische Zahl eingeritzt. Die 19. Hm. Am Sockel der Figur ist eine römische... Nee. Am Sockel dieser Figur ist nicht wirklich was zu erkennen. Nur ein vertikaler... Das muss doch irgendwas mit den Zahlen zu tun haben. 20, 19 und 1. Aber was soll das bedeuten? Ich gönne ihm ein paar Minuten Ruhe von mir. Nein! Wir brauchen Antworten. Sie trinken gerade Tee. Da will ich nicht nerven. Okay, dann vielleicht Sally. Weil Louis will ja auch nicht reden. Oder will jetzt niemand mehr reden? Sie ist gerade so fleißig. Da will ich nicht stören. Ah. Okay. Dann versuchen wir es auf gut Glück. Ich meine, wir haben 3 von 4 Zeichen. Vielleicht gibt es ja auch nur 4 Zeichen auf den Dingern. Dann hätten wir ja per Ausschlussverfahren, wüssten wir ja dann, was es ist. Schauen wir mal. Sieht fast aus wie ein Zahlenschloss. Nur mit Symbolen statt Zahlen. Ja. Es gibt tausende Kombinationsmöglichkeiten. Mit Ausprobieren komme ich hier nicht weiter. Ach, ich muss erst rausfinden, welche Symbole die richtigen sind. Oh. Okay. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große, nichts als Handtücher. Ich werde mein Leben lang nicht mehr in einen Spiegel schauen können, ohne dass mir ein Schauder über den Rücken läuft. Das ist aber nicht gut. Das Wasser vom Boden und aus der Wanne ist verschwunden. Genau wie der Putzlappen. Der Eimer. Nein, danke. Einmal am Tag reicht. Ja. Nun gut, also ist hier auch nichts mehr.